Liebe Zuschauer, jetzt will ich ein bisschen über das Leben philosophieren und sage Ihnen, das Leben ist brosig. Das sage aber eigentlich nicht wirklich ich, sondern so lautet der Titel eines Romans, den wir Ihnen heute hier in Düsseldorf aktuell vorstellen wollen. Und geschrieben hat diesen Roman Marek Heindorf. Schön, dass Sie da sind, Herr Heindorf. Hallo. Das Buch steht auf dem Tisch. Das Leben ist brosig. Was ist das für ein Roman? Ja, brosig ist in dem Fall der Hauptdarsteller, mhm, der Holger Brosig. Und der Roman handelt kurz zusammengefasst von seinem Leben halt, ich sag mal von 26 bis ca. 36. Er sitzt auf dem Hochhausdach und erinnert sich an die letzten 10 Jahre seines Lebens und fragt sich, warum er auf dem Dach sitzt, wie er da hinkommt. Und wir als Leser erleben mit ihm zusammen diese 10 Jahre halt und landen dann am Ende des Romans wieder mit ihm auf dem Dach und es klärt sich dann auch auf, warum er auf dem Dach sitzt und was dann weiterhin passiert. Und also Brosig sitzt auf dem Dach. Mhm. Sie haben, glaube ich, als der Roman entstanden ist, zu Hause irgendwie im Zimmer gesessen, mal so rausgeguckt und haben dann so einen Hochspannungsmast gesehen und dann ist die Geschichte entstanden. Genau. Erklären Sie uns, wie das zusammenhängt. Das allererste Kapitel, das entstanden ist, das heißt Die Wolke. Da rennt der Brosig auf einen Strommast zu und rettet eine Wolke. So meint er, ist ein bisschen im Drogenrausch und meint halt, eine Wolke retten zu müssen und daraus entstehen wieder so Geschichten, verschachtelte Geschichten. Er wird zum Beispiel dabei gefilmt. Eine Firma, die Hellostrom heißt, macht ihn dann zur Werbefigur. Er wird sogar eine Kultfigur und verdient auch Geld damit. So entsteht halt so ein bisschen so eine Geschichte, die sich so wie so ein roter Faden durch dieses Buch zieht. Aber der Ursprung halt, diese Wolke, war eben, wie gesagt, das erste Kapitel. Und ich saß halt zu Hause in meinem Zimmer und schaute aus dem Fenster und sah einen Strommast. Und dann kam es aus mir raus, dieses Kapitel. Ich wusste nicht, wohin, ich wusste nicht, warum. Und auf einmal war es da. Und darauf basierend entstanden dann immer mehr Kapitel, bei denen ich eigentlich nie richtig wusste, wo ich hin will. Also ich hatte kein Ziel, ich wusste gar nicht, warum. Und ja, jetzt ist er da. Auf jeden Fall interessant, weil Sie ja eigentlich das Autorendasein ja eher als ein Hobby dann auch betreiben. Mhm. Ja, wann wurde Ihnen denn klar, dass aus diesem Gedanken, ich sehe diesen Strommast und diese Wolke, könnte tatsächlich ein kompletter Roman werden? Also, hat sich das wie gesagt, genau, also es stand erst dieses erste Kapitel, die Wolke. Dann ging es recht zügig, dass vielleicht so 2, 3 Kapitel nachfolgten. Und dann war es eigentlich so, wie ich es schon oft in meinem Leben hatte. Ich habe unheimlich viele Ideen gehabt. Auf einmal, die sprudelten aus mir raus. Ich habe sie niedergeschrieben und habe dann ein paar Manuskriptseiten gehabt, die aber nie für einen Roman gereicht haben. Mhm. Und in dem Fall war es so, ich habe ziemlich lange gebraucht. Da kam mir das Leben dazwischen. Dann habe ich geheiratet, ein Kind gekriegt und dann gab es auch viele Pausen und ich glaube, insgesamt habe ich 10 Jahre an diesem Roman geschrieben und ich hatte 2012 schon mal einen rausgebracht, ein Buch, da sind Kurzgeschichten und Gedichte drin und da gab es so viel Feedback, positives Feedback, dass mich das so ein bisschen animiert hat, dass ich gedacht habe, jetzt musst du mal dein Lebensziel verwirklichen und musst jetzt einmal einen Roman zu Ende bringen und habe mich dann nochmal hingesetzt und habe gepowert 1 Jahr und habe gesagt, jetzt schreibst du das zu Ende. Und so ist es dann auch gewesen und so kam man dann raus. Und da steckt ja auch ganz viel Herzblut drin, denn da steht jetzt nicht irgendein großer Verlag dahinter, der dieses Buch jetzt dann rausgebracht hat, sondern Sie machen das tatsächlich alles im Eigenverlag. Ja. Sie haben eben im Vorgespräch auch schon verraten, also den kompletten, wie nennt man es im Fachjargon, Aufbau, den Satz. Also die komplette Gestaltung. Alles selber gemacht. Ja. Das bringt Ihr Beruf dann auch mit sich, was Sie hauptberuflich eben machen. Sie sind in der Druckbranche, Werbebranche da auch tätig. Von daher hat Ihnen das sicherlich geholfen. Aber das ist doch wahrscheinlich dann ein enormer Aufwand, den man da selber betreiben muss, oder? Schon, ja. Also ich habe natürlich im Augenblick nur noch den Brosig im Kopf, weil ich eben selber auch fürs Marketing zuständig bin. Ich habe ja keinen, der mich da unterstützt in der Form. Deshalb neben dem normalen Familienleben, neben dem Arbeitsleben ist es schon sehr aufwendig, weil man muss unheimlich viel tun. Deswegen auch nochmal vielen Dank für die Einladung hier. Das sind natürlich dann so Anlässe, die sind perfekt. Meine Frau sagt auch schon, du hast nur noch den Brosig im Kopf und also ist schon sehr anstrengend schon. So, okay. Ich will auch nicht zu viel da reinlegen, weil ich natürlich mich jetzt auch nicht überarbeiten will. Deswegen es soll immer noch ein Spaß und ein Hobby sein. Aber er soll natürlich auch möglichst viele Leute erreichen, weil doch auch mitunter das Feedback immer recht gut ist. Und er kann auch bei vielen Leuten im Ohr sein, denn direkt neben dem Buch steht auch das Hörbuch, das ist auch erschienen. Jawohl, und zwar ist das in Kombination mit dem Dirk Korsakow, das ist der Sänger von der Düsseldorfer Band Korsakow, die bestimmt einigen Düsseldorfern und darüber hinaus auch ein Begriff sind. Ja. Der war auf meiner Lesung und sagte, Mensch, Marek, ist ja alles schön und gut, aber du musst da einfach mehr reingehen. Du musst, wenn da einer, ein Mann ist, ein Kerl wie ein Baum, dann musst du den auch so sprechen und so weiter. Also der hat dann gesagt, du musst einfach viel mehr schauspielern. Ich hätte es mir jetzt nicht zugetraut, ich lese gerne und kann auch lustig lesen, aber ich kann sowas nicht. Und da hat er gesagt, er macht das. Wir machen zusammen ein Hörbuch. Und dann war erst so eine Jux-Idee und dann ist es doch verwirklicht worden. Und da steht es nun und der hat es wirklich perfekt gemacht. Also der Dirk Korsakow
Hat vorher auch noch nie ein Hörbuch gemacht, aber das ist so eine professionelle Sache geworden. Ich glaube, man wird öfter mal von ihm ein Hörbuch hören, vielleicht in Zukunft. Wunderbar. Man kann alles über dieses Buch auf ihrer Homepage auch nachlesen und entdecken. Die Seite haben wir eingeblendet. Und wir wollen an der Stelle auch noch darauf hinweisen, Sie sind am 13. September sind Sie in der Kulturmetzgerei zu Gast mit einer kleinen Lesung. Genau. Und wer also auch mal brosig im Kopf haben möchte, so wie Marek Heindorf, der kann auf jeden Fall dann in die Kulturmetzgerei kommen zur Lesung. Dankeschön, dass Sie heute zu Gast waren bei mir in der Sendung. Und ich wünsche Ihnen und brosig weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Danke für den Besuch. Danke auch.